Mahlzeit, herzlich willkommen bei der Whiskylerie. Mein Name ist Philipp und zu meiner Rechten der Kollege Chris. Heute präsentieren wir euch einen irischen Whisky und zwar ein Geschenk von guten Freunden. Grüße an Johnny und Kim, vielen Dank dafür. Und zwar geht es um einen Teeling Whisky. Und zwar ist das ein von der Selection Jack Teeling, der Gründer der Brennerei, ist das ein Small Batch Irish Single Malt Whisky mit 41 Volumenprozenten. Kann man davon ausgehen, dass der kühlgefiltert ist? Ja. Ob der gefärbt ist? Weiß man nicht. Also, keine Angaben, ja. Kein gar nichts. Ist jetzt vom Fass, also Geschenk vom Fass, ist bei uns in Deutschland ein unabhängiger Abfüller, die Weine, Spirituosen, auch Öle abfüllen. Genau, ja. Dazu unter anderem auch Whisky. Mhm. Und dachten die beiden sich, beglücken sie mich mal. Haben sie auf jeden Fall geschafft. Ist auch schon ordentlich was raus. Ich finde vorab, ich finde den Whisky klasse. Ich finde ihn sehr gut. Du hast ihn schon mal im Glas? Einmal kurz angetestet, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie er es wirklich geschmeckt hat. Ja. Ich hatte nur noch in Erinnerung, dass er sehr weich war. Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht mehr. Schütte mir gerne noch mal ins Glas. Und wo liegt der preislich? Preislich bei der 700 Milliliter Flasche knapp über 55 Euro. Also schon ein angemessener Preis für Teeling, oder? Ja, ist nicht günstig jetzt. Also schon gut bepreist. Zur Fasslagerung wird gesagt, 10 Jahre Oloroso Sherryfässer aus französischer Eiche. Verspricht immer viel. Oh ja, Eiche in meiner Nase. Ja, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, so blind hätte ich auf den Ex-Bourbon-Fass getippt. Ja. Weil er hat so eine schöne, säuerliche Zitrus dabei, zunächst finde ich. Also alles, was man sich an sauren Obst so vorstellen kann, habe ich gerade. Zitrus, Birne, Apfel. Wirklich so ein junges, säuerliches Obst. Ja, junges Obstkompott. Ja. Leichte Vanille? Der wirkt so... blumig. Ja. Ich wollte jetzt gerade was anderes sagen. Sorry? Wie so aufgespritztes Obst. Wenn du so eine Zitrone frisch aufschneidest, wo dir so ein Spritzer so ein bisschen säuerlich in die Nase kommt. Wäre für mich so ein Sommerwhisky jetzt. Aber Eiche hat er. Jetzt kommt sie im Hintergrund bei mir auch stärker durch. Kommt bei 41 Volumenprozenten doch schon relativ viel durch, muss ich sagen. Ja. Eiche. Ja, jetzt kommt die Würze. Jetzt kommt die Würze. Die Eichenwürze kommt noch durch. Das erwarte ich aber auch irgendwo, wenn da steht, 10 Jahre lang europäische bzw. französische Eiche. Die fallen würzig aus. Und eine Säuerlichkeit, die kommt durch. Ja, definitiv. Die finde ich hier also, dominant wirklich. Junges Obst, saure, ja, Zitrus-Zeste so ein bisschen. Ja, wie gesagt, Zitrus, so ein bisschen saure Birne, saurer Apfel ist dabei. Mhm. Viel zu. In dem Hintergrund kommt dann immer noch so die Eiche, die das Ganze noch. Hört sich jetzt blöd an, so eine Eiche, abrundet. Die das Ganze noch, ja, wirklich abrundet. Ja. So ein bisschen Würze dabei. Ja. Cheers. Cheers. Boah, weil das ist Butter. Wie ein Ölteppich im Mund. So richtig butterig ist der wirklich. Und dann. Oh, Butter. Ich habe gerade nur Butter auf der Zunge. Also wirklich, wie zu erwarten von Teeling. Und ja, klar, 41%. Er ist schon sehr weich. Ja. Sehr, sehr weich. Aber auch hier wieder dieser Keks, dieses Biskuit, ja, dabei. Also gefällt mir sehr gut. Ja. Aber. Junges, frisches Obst, das ist recht dynamisch, muss ich sagen. Mit einer kleinen säuerlichen Note. Also entweder haben die da was Falsches abgefüllt oder sie haben sie halt einfach verschrieben, weil für mich ist das. Ein Ex-Bourbon. Das ist für mich alles, was im Ex-Bourbon-Fass so vorkommt. Das ist, soll den Whisky jetzt nicht schlecht machen. Ich liebe reine Ex-Bourbon-Fass-Abfüllungen, weil ich gerade dieses
dieses Buttrige, dieser Keksteig, den diese Ex-Bourbon-Fässer mitbringen, wenn es eine reine Ex-Bourbon-Fassreifung ist, die liebe ich einfach. Oh, könnte ich immer dahin schmelzen. Tust du ja auch schon gerade. Ja. Deswegen, also die Vermutung liegt nah. Ja. Von der Farbe würde es ja auch Sinn machen. Das ist so ein schöner Goldton, ja. Also, was man sagen muss, unfassbar weich. Ja. In der Nase, trotz seiner 41 Volumenprozente, kommt eine kräftige Eiche durch. Und deswegen, ich weiß es nicht, mögen das Ex-Bourbon-Fässer sein? Mhm. Also blind hätte ich auf eine reine Ex-Bourbon-Fasslagerung getippt. Stempel den jetzt für mich als Ex-Bourbon gereift ab. Ich sag mal, das wäre so ein Whisky für nach dem Training. Also, sowas Isotonisches, wa? Das könnte für mich so ein All-Day-Drink werden. Ja, genau. So furchtbar leicht, also wie du schon sagst, für den Sommer halt. Ne? Ja. Mhm. Das ist nicht leicht, das ist leicht, das liegt nicht schwer im Magen. Frische Zitrus, frisches Obst, eine gute abgerundete Eiche ist drin. Ja. Und dann auf dem Gaumen da wirklich sehr. Der geht runter wie Öl. Ja, das wirklich buttrig, weich, unfassbar. Cremig. Sehr gut. Biskuit. Leicht säuerliches Obst dabei. Erinnere mich vielleicht an den Open Tuschen. Mhm. Mhm. Fällt mir gut. Ja, Aufgabe erfüllt, würde ich sagen. Ja. Also habe ich mich sehr darüber gefreut. Zum Fazit, ich muss ihm 3,5 Sterne geben. Ich habe Whiskys, die günstiger waren, dafür 4 Sterne gegeben. Wenn man betrachtet, dass er 55 Euro kostet. Das ist schon happig. Das ist happig, das ist sehr happig. Mhm. Deswegen, ich hoffe, ihr habt euch da jetzt nicht in Unkosten gestürzt. ich gebe ihm 3,5 Sterne. Ich wäre auch bei 3,5 Sterne. Preis-Leistungstechnisch bekommt er einen halben von mir abgezogen, weil ich 55 ein bisschen zu teuer finde für die Abfüllung. Aber rein geschmacklich, boah, könnte ich die ganze Flasche von austrinken. Ja, rein geschmacklich sind das 4 bis 4,5 Sterne. 4,5? Ja, okay. Ja. Bleiben wir bei 4. rein geschmacklich 4 Sterne, allerdings durch das schlechte Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es von mir 3,5. Ja, ich bin dabei einen halben Stern weniger. Einfach nur, weil er ein bisschen zu teuer wäre für 55 Euro für die ganze Flasche. Aber rein geschmacklich, oh, sehr lecker. Da könnte ich wirklich die ganze Flasche von ausdoppeln. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht hattet ihr schon mal Erfahrungen mit Abfüllung vom Fass. Würde uns interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.